mussten wir denn hin? Okay. Also, ich glaube, wir sind nicht richtig. Ich darf moin. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist. Ladies. Hey. First try, easy.
Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ha! Ihr seid ja ganz schöne Profis. Natürlich! Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Da lang! Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Wie gefällt dir die Grafik? Für ein 8 Jahre altes Spiel? Schon gut. Huch! Gut, dann haben wir das auch geklärt hier. Genau, was okay. Die sind neu infiziert. Wurden gerade okay, dann mal los. Also eine Xbox lohnt sich jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Durch dieses Play Anywhere, dass du es halt auf dem PC spielen kannst, lohnt sich die Xbox nicht mehr. Wirklich. Okay. Wenn du einen PC hast. Wenn du keinen PC hast, dann ja. Also ich würde immer eine PlayStation kaufen heutzutage. Was Play Anywhere, dass du Xbox-Games auch auf dem PC spielen kannst. Gut, das war's. Ist das für die neue Generation? Nee, das ist schon lange so, die hat schon ein Jahr oder zwei. Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Okay. Xbox ist nicht dead. Du hast da was am Schuh. Du hast da was am... Au! Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Erstmal können wir hier noch basteln. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kamst du denn bis? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe.
Lohnt sich eigentlich gar nicht, oder? War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Mann, Joel, du schmeißt ja hier nicht alles durch die Gegend. Warum steht denn da eine Ming-Vase mitten im Raum? Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Okay, ich mach das nochmal anders. Warum stand da Ming-Vase mitten im Raum? Ach, da lasst doch was. So schön. Man guckt alles durch und findet nichts. Lass doch was, kommt am Freitag raus. Freitag kommt das raus. Wie ist denn der neue PS5-Controller? Warte mal, muss ich kurz mal googeln. Ist der so viel anders? Geht schon so ein bisschen in Richtung Xbox. Nice. Sieht gut aus. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außen rumgehen! Tess! Renn! Scheiße! Okay. Tess. Kann ich besser machen? Restaurant. Tess. Geil, können wir uns jetzt mal Burger machen hier. Scheiße. Du bist drin? Nein. Scheiße.
nee. Shit. Wir haben kein Messer. Oder waren super viele Craigy gute Titel dabei? Bei der Xbox-Präsentation. Ich kann leider keins bauen, ich habe keine Rohstoffe. Ich fand die jetzt, also so die Games waren jetzt nicht so schlecht. Die Entwickler müssen ja erstmal gucken, dass sie ihre Games fertig kriegen für PS5. Für mich war da auch einiges dabei. Also ich fand das jetzt auch nicht so wenig. Ist Toby Ghost nicht aktiv? Doch. Heck W. Jetzt ist es aktiv, Phoenix. Ich hab's vergessen. Hitman 3 könnte was für dich sein? Nee, ich mag Hitman. Oh, Robert! 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 Nee, ich habe mir das nicht angeschaut, die Präsentation. Nee, nee. Weiß gar nicht, was an dem Tag war. Achso, ich glaube, ich hatte an dem Tag schon 12 Stunden gestreamt. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Lust. Ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Woher ich weiß, dass die Dudes gut in der Schule waren? Na, die haben Faust nicht nur gelesen, sondern auch gespürt, KEKW.
Was? Ich hab Faust nicht nur gelesen, sondern auch gespürt. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Okay. Anlauf und rüberspringen funktioniert nicht. Vorsicht. Ah, oh, Priester. Das wird Brettweitwurf. Das ist das Rathaus, ja, wa? Haben wir es ja wirklich bald geschafft. Ich hatte gerade eine Panikattacke beim Essen. Okay. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Joel, reiß dich zusammen jetzt, Mann. Oh! Gleich hier um die Ecke. Kommt. Wie weiter, Kleine? Bisher? Ich glaube, sie hat reiß dich zusammen gesagt, weil sie selber gerade gebissen wurde und sich selber motivieren wollte. Aber damit sie nicht so bescheuert aussieht vor 2-3 Leuten, die ihr gerade dabei zugucken, wie sie eine harte Dudorine ist, Margarine ist, hat sie es auf Joel abgewälzt. Sag's euch. Ich spüre es. Im Urin. Ja, braucht ihr noch eine Einladung oder? Hello, ladies? Hello? Ja, gut, dann ist Ladies first, dachte ich mir. Aber wenn das so ist, gehe ich halt. Na, also. Endspurt, Tess. Ja, Phoenix, es gab einen Ausbruch und Leute sind infiziert und haben irgendwelche Sporen eingeatmet und sind dann quasi zu Friedrichshainer Öko-Zombies geworden, aus denen Blumen wachsen. Das ist nicht mal ein Joke. Und wir sind damals mit dem Bruder von Joel und seiner Tochter geflohen, als das angefangen hat, als der Ausbruch angefangen hat. Und Joel, seine Tochter, wurde getötet und Tommy, also sein Bruder und er sind dann geflüchtet. Und 20 Jahre später greift das quasi, greift die Story quasi wieder an. Und wir sind mit Tess zusammen auf eine Mission gegangen, wo wir unsere Waffen holen sollten. Und dort hat sich herausgestellt, dass unsere Waffen verkauft wurden an die Fireflies. Und die Fireflies haben uns im Gegenzug, dass wir die Waffen wieder zurückbekommen, den Auftrag gegeben, Ellie quasi jetzt hier ins Rathaus zu bringen. Nur, dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Und bei Ellie sieht es nur so aus, dass sie gebissen wurde. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Aber nicht... Was meinst du?
Ein Ausbruch. Ich werde dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nope. Hello? Anyone home? Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt! Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich schaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie... Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Okay. Wer hat Zwiebeln geschnitten? Chat? Wer hat frische Zwiebeln geschnitten? Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus.